Es nähert sich dem Monatsende, das heißt, es gibt wieder von mir ein typisches Monatsupdate. Alles Sachen, die ich mir gekauft habe, die ich bekommen habe. Es gibt die ein oder andere Warnung für euch, es gibt die ein oder andere Empfehlung, vielleicht sogar den ein oder anderen Geheimtipp. Und tatsächlich gibt es dieses Mal einige Perlen, auf die ich mich unfassbar freue, die euch auch vorzustellen. Und es gibt ein Gewinnspiel. Freut euch drauf und bleibt dran, es lohnt sich. Viel Spaß dabei. So, ja, das hier sind meine normalen, regulären Keepcase Blu-Rays und anfangen möchte ich mit Blizzards of Soul. Den habe ich mir tatsächlich nicht gekauft, der wurde mir zugeschickt. Ist ein lettischer Kriegsfilm. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Die letzten Kriegsfilme, die ich gesehen habe, waren alle ganz unterhaltsam. Manche besser, manche schlechter. Aber im Großen und Ganzen jetzt kein Totalausfall. Hier habe ich noch keinerlei Erwartung dran. Freue ich mich ein bisschen drauf, den zu sehen. Sieht sehr kühl aus und kühle Filme, gerade jetzt zu der Jahreszeit, perfekt. Ist jetzt gerade rausgekommen, 27.11. von Pandastorm. Tee mit Mussolini wurde mir zugeschickt. Ist ein Kinokultklassiker. Bin ich sehr gespannt drauf, habe ich nie gesehen. Habe ich aber schon ein, zwei Mal was von gehört. Und ja, why not? Ich bin, was das angeht, ja relativ offen, was Filme und Genres angeht. Also dementsprechend habe ich auch darauf ein bisschen Bock. Tremors, Shrieker Island, das ist der 7. Teil. Alle, die mir bei Instagram folgen, wissen, dass ich da ein sehr großes Gewinnspiel in der nächsten Zeit angekündigt habe. Und das wird gesplittet. Und einen Teil sollen meine YouTube-Leute bekommen und den anderen Teil können meine Follower bei Instagram bekommen. Ihr könnt natürlich auch beides bekommen. Das ist ein Jackpot für euch. Also ganz kurz zum Film. Da gibt es aber auch nochmal eine ausführliche Review zu. Relativ cool. Es ist deutlich, also ihr seht das hier auch, deutlich bunter als die ersten Teile oder auch die letzten Teile. Ist meiner Meinung nach auch besser als die 5 und 6 fand ich jetzt nicht so stark, muss ich gestehen. An 1, 2 oder gerade an die ersten Teile kommt natürlich nichts ran. So, ne? Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und ich habe zu dieser Veröffentlichung, die jetzt gerade am Freitag, den 26.11. rausgekommen ist, und dementsprechend habe ich hier eine kleine Veröffentlichung für euch. Und zwar von Michael Gross signiert. So, Dreamers. Also das ist hier der Typ, der da, ne? Auch da vorne, der ein bisschen aussieht wie Stan Lee. Der hat hier diese Veröffentlichung signiert. Und ihr könnt bei mir gewinnen, und zwar diese komplette Collection. Also das heißt, Dreamers hier in der Collection sind 1 bis 6, plus eben den 7. Teil, als Bundle. Und zwar, wenn ihr unter diesem Video kommentiert, ob ihr Tremors kennt, was euer Lieblingsteil ist und wenn nicht, warum ausgerechnet ihr dann diese Edition gewinnen solltet. Das Ganze, alles Weitere steht in der Infobox. Ihr kennt das Spiel. Also könnt ihr mitmachen und das, also ganz ehrlich, sauschöne Veröffentlichung. Alle Filme drinne, beziehungsweise mit dem 7. extra alle dabei, plus signiert. Boah, bin ein bisschen neidisch. Also macht gerne mit. Hab ich bei der Amazon-Aktion zugeschlagen, 6 für 30? Ich habe 6 Filme gekauft für 30 Euro und zwar habe ich gekauft. Geschenkt ist noch zu teuer, Future World, The Untouchables, Under the Silver Lake und Lombok. Ein Film fehlt, habt ihr mitbekommen, der wird gleich noch vorgestellt. Das sind alles Filme, die ich tatsächlich entweder noch nicht in der Sammlung hatte oder wie zum Beispiel The Untouchables nur auf DVD und unbedingt jetzt upgraden wollte. Finde ich okay. Also ich glaube, da ist jetzt keiner richtig, richtig scheiße von. Oder? Waxwork 2 Lost in Time gab es als Gratisbeigabe bei Nameless dabei, als ich ein Mediabook gekauft habe. Das heißt, der ist tatsächlich für lau für mich. Hat ein sehr schönes Cover, muss ich übrigens sagen. Also dieses gezeichnete sieht schon sehr, sehr schön aus. Alarmstufe Rot 1 und 2. Definitiv der beste Film mit Steven Seagal. Es gibt kein... Also das ist meiner Meinung nach der beste. Also vor allem Alarmstufe Rot 1, Alarmstufe 2 ist ein bisschen schwächer. Aber definitiv mit Abstand die besten Steven Seagal Filme und auch die einzigen, die man sich so richtig gut mit ihm angucken kann, finde ich. Becky, da gab es meine Review schon, die war ganz okay. Der Film hat mich jetzt nicht so 100% abgeholt, war aber auch jetzt nicht der schlechteste Vertreter. Ja, habe ich mir gekauft und relativ schnell gesehen. Also manchmal kommt auch das tatsächlich vor. Und... Westworld, die 3. Staffel. Und dazu habe ich mir dann eben, aus dieser 30er-Aktion, gleich nochmal den Film gekauft. Den Film kenne ich schon. Hatte ich damals als Steelbook. Ein sehr, sehr, sehr cooler Film. Hat mir echt gut gefallen. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt die Serie nochmal starte, weil Staffel 1 habe ich, Staffel 3 habe ich jetzt bekommen und Staffel 2 habe ich mir extra noch dazu geholt, dann wollte ich den Film eben auch haben. Plus Future World, wie ihr eben gesehen habt. Also ich habe jetzt hier das Westworld Film- und Serienuniversum erstmal komplett bekommen. So, dann habe ich noch was gewonnen beim Gewinnspiel. Da habe ich Fast and Furious, den 5. Teil, Public Enemies, Black Mass und Phantom Protokoll gewonnen. Auch die habe ich tatsächlich alle nicht mehr in der Sammlung, also relativ praktisch. Ja, auch ich gewinne ab und zu bei Gewinnspielen, das ist ganz schön. Also ich, deswegen
ey, ich versuche das so ein bisschen zurückzugeben. Ich bekomme was, ihr bekommt was, haben alle was davon. Ich denke, es ist auf jeden Fall der beste Deal, den man machen kann. Dann meine normalen UHDs. Und zwar habe ich da einmal Unhinged außer Kontrolle. Den habe ich mir auch gekauft, obwohl ich den jetzt auch... Zeitgleich verlose ich den auch noch auf Instagram. Und ich habe den auch schon im Kino sehen können. Und ich finde den Film tatsächlich besser als gedacht. Ich habe hier nicht so viel erwartet, muss gestehen, dass er mich doch relativ mitgenommen hat. Sehr unlogisch, das muss man jetzt einfach mal kurz ausblenden so ein bisschen. Die Logik ist hier, naja, aber der geht halt nur 90 Minuten, wie ihr sehen könnt, und ist absolut temporeich und auch echt brutal. Also kann ich euch nur empfehlen, lohnt sich auf jeden Fall, den mal anzugucken. Beetlejuice, ja, habe ich auch gewonnen tatsächlich in einem anderen Gewinnspiel. Habe ich noch nie in 4K gesehen. Ich habe auch meine Erstsichtung, ist gar nicht so lange her. Ich glaube, vor 2 Jahren erst oder 3 Jahren erst. Freue ich mich drauf. Ich habe den leider an Halloween jetzt verpasst zu gucken. Ich hatte da richtig Bock drauf, den zu sehen. Habe es verschwitzt. Nils Holgersson. Die Komplettbox. Ja, tatsächlich habe ich mir Nils Holgersson gekauft. Gab es für 15 Euro im Angebot bei Amazon. Und das ist absolute Kindheit. Wollte ich mitnehmen und habe ich mir gekauft. Und bekommen habe ich außerdem noch in einem Land vor unserer Zeit die Komplettbox. Also tatsächlich diesmal ein bisschen kinderlastiger auch. Aber verbinde ich auch beides absolut mit meiner Kindheit. Dementsprechend braucht man sich dafür nicht schämen. Und ey, Real Talk, ich gucke sowas auch immer mal wieder ganz gerne. Wenn wir jetzt eben schon bei DVDs sind, ich habe mir auch eine gekauft und zwar Tron. Und zwar habe ich mir den geholt, weil der hier eben die Z4F auf dem Spine hat. Das heißt, es ist die Erstauflage. Und gerade von Walt Disney sind viele DVDs zu dem Zeitpunkt mit der Z4F eben als Erstauflage ein bisschen rarer und das ist tatsächlich also auch ein Zeichen, woran man es erkennen kann. Ich habe mir den mitgenommen und der wird einfach jetzt in mein Regal kommen. Ich habe ja die Blu-ray habe ich sogar davon. Das ist einfach tatsächlich so ein Sammelupdate gewesen, hat mich 4 Euro gekostet. Da habe ich gedacht, vielleicht habe ich irgendwann Glück und das ist ein bisschen seltener. Why not? Ich würde es nicht als Wertanlage sehen, aber es ist so eine wenn ich was sehe, was rar ist, dann kaufe ich das ganz gerne mal. Vor allem, wenn es unter 10 Euro ist. So. Einfach, um es zu haben. Es ist auch immer ganz nett, mal Tauschmaterial zu haben. Oder im Worst Case kann man sowas auch immer dann nachher doch ganz gut an Leute verschenken oder weitergeben, die sowas irgendwie brauchen und denen das fehlt. Eine weitere DVD, die ich mir geholt habe, ist Vase de Noches. One Man and His Pig. Und jeder, der schon mal im ekligen Internet unterwegs war und alle Sachen kennt mit One Man oder One Guy, Three Girls und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Also das ist jetzt nicht unbedingt, dass das in dieselbe Richtung geht, aber es ist schon ein bisschen ekliger. Es geht hier um eine... Es ist Halbwissen, weil ich selber den Film noch nicht gesehen habe, aber es geht wohl darum, dass eben ein Typ Liebe zu einem Schwein entwickelt und auch ein Babyschwein bekommt. I don't know. 100% habe ich es noch nicht gesehen. Also 100% weiß ich es nicht. Ich habe es ja auch noch nicht gesehen. Will ich die ganze Zeit schon gucken? War mir mal zu teuer. Habe ich jetzt für 15 Euro ergattern können. Ich habe gehört, dass der so ein bisschen eher in die Eraserhead-Richtung gehen soll und nicht so explizit ist. Ist halt aus den 70ern. Ich weiß nicht, was da genau nachher passiert und gezeigt wird. Bin sehr gespannt darauf. Wer den gesehen hat, darf mir gerne mal schreiben, wie eklig und radikal und explizit der Film nachher tatsächlich wirklich ist. Ja, außerdem Killing Eve Staffel 1 und die dritte. Habe ich auch schon groß erzählt. Dann gab es diesen Monat 3 4K-Steelbooks. Einmal der Grinch als limitiertes 4K-Steelbook. Habe ich euch auch schon vorgestellt. Dann Total Recall hat, glaube ich, gefühlt jeder bekommen. Habe ich mir auch gekauft. Habe ich jetzt noch nicht ausgepackt. Weiß nicht, ob da drunter irgendwie was vermarkt ist. Lasse ich erst mal zu. Ist die sicherste Variante. Und diesen Film, The Hard Way im OT. Ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, wie der deutsche Titel ist, ehrlich gesagt. Ich war auch komplett überrascht, als er angekommen ist. Ich habe das voll vergessen. Das ist in der Welle von den japanischen Steelbook-Veröffentlichungen, habe ich den mitgenommen und einfach mitgeordert. Aber ist auch okay, da bleibt erstmal der Sammlung. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist und ob sich der Film lohnt. Und das Steelbook finde ich tatsächlich ganz hübsch. Und das ist jetzt, So, bei den Mediabooks sind ein paar Sachen dazugekommen. Eine Sache, auf die ich mich unfassbar freue, ist Spion wider Willen. Und zwar von Jackie Chan. Das ist jetzt hier endlich das erste Mal in der Langfassung und zwar deutsch synchronisiert. Den Film fand ich tatsächlich noch relativ gut von Jackie Chan. Danach wurde es ja deutlich schwächer, beziehungsweise hat mir echt gar nicht mehr so gefallen. Das Einzige, und das ist wirklich das Einzige, ich finde jetzt Cover, Artwork und Gestaltung irgendwie, also es sieht so aus, als wäre es zum Beispiel hier unten irgendwie zu tief gesetzt. Als wäre das alles so nicht 100%, also es ist auch ein bisschen meiner Meinung nach zu sehr links und hätte ein bisschen weiter mehr rechts gekonnt. Und, aber das ist das viel größere Problem, es ist eben ein, wie ihr sehen könnt, könnt ihr noch nicht sehen, so. Ein G1 Mediabook, das heißt, hat diese doofen Blu-ray-Maße und nicht wie die anderen Mediabooks, also Koch halt.
Koch macht sehr schöne Veröffentlichungen. Wirklich. Also Kochfilms macht mit die besten und schönsten und aufwendigsten Veröffentlichungen häufig hier, was das angeht. Aber macht sich bei mir einfach keine Freude durch die Maße. Ich finde das so bescheuert. Es sieht einfach kacke im Regal aus und ich verstehe nicht diesen Grund. Ich bin da so penibel bei und ich sträube mich eigentlich, sowas zu kaufen, weil ich habe wirklich ganz wenige davon. Nur dann hole ich sie mir lieber als normale Blu-ray. Bei dem Film, den wollte ich aber unbedingt haben. Und ihr dürft mir gerne mal schreiben, ob, wie ihr das seht mit diesen G1, G2-Diskussionen bei den Mediabooks. Stört euch das, wenn die Maße anders sind? Kommt ihr damit klar? Ach, ich weiß auch nicht. So, habe ich mir gekauft. Ist ja das große 84-Spektakel. Also zum einen so ist das, der Buchrücken hier komplett verschoben. Wie ihr sehen könnt, ist also wirklich verschoben. Ne? Ihr seht, hier unten hätte eigentlich da, das ist überhaupt nicht zentriert, sondern viel zu weit nach rechts gerückt. Das ist, davon mal abgesehen, ist ja dann hier das große, die große Diskussion gewesen, dass hier nur eine Blu-ray drin ist. Also ihr seht das dann auch hier, dass es nicht typisch wie so ein Mediabook ist, sondern da ist einfach nur eine Disc drin und hat trotzdem 30 Euro gekostet. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ich bin ein Saw-Fan und da bin ich manchmal auf beiden Augen blind. Dementsprechend habe ich mir mitgenommen, diskutiere auch nicht. Ich finde die Veröffentlichung selber nicht so gut, aber ich wollte Saw im Mediabook haben. Ja, ich habe ja hier, kennt ihr ja vielleicht, ich bewege mal kurz das Ding. Da oben seht ihr es ja, ich habe ja Saw im Mediabook. Es ist ja nicht so, dass ich Saw überhaupt nicht in der Sammlung habe. Das ist jetzt kein neues Ding, aber da bin ich ein bisschen hinterher, deswegen habe ich den einfach mitgenommen. Finde ich aber trotzdem eine Schweinerei, wie die Veröffentlichung aussieht, plus eben die ganze Veröffentlichungspolitik dahinter. Bei dem Mediabook bin ich da schon ein bisschen zufriedener. Ist wartiert, sieht deutlich schöner aus. Da ist das Spine auch gerade. Moin. Da ist das Spine auch gerade. Alles vernünftig drauf gedruckt. Und hat eben Blu-ray und DVD an Bord. Nichtsdestotrotz auch hier, ich glaube, das hat 45 Euro sogar gekostet. Oder 40 Euro. Relativ teuer für ja, ein Repack, ne? Muss man jetzt einfach so sagen. Ich werde. Und das ist das Problem, da ich eben ein Kunde bin, der auch die nächsten Veröffentlichungen zu Saw sich holen wird, werden Labels aber auch nicht damit aufhören. Also ich bin mir dessen bewusst und würde gerne auch von euch mal wissen, habt ihr alle 84, also ich weiß, dass viele sich die 84 Sachen geholt haben, die letzten, aber wie steht ihr dazu? Es ist ja immer dieses typische, der eine sagt, naja, lass boykottieren, der nächste holt sich wieder. Ich finde die so, also die fand ich wirklich gerade das Mediabook schön und da als Komplettist musste ich da einfach ran. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu. Nummer 5 lebt, habe ich mir gekauft. Ach nee, gar nicht wahr. Nummer 5 gibt nicht auf. Hey. Nummer 5 gibt nicht auf, habe ich mir gekauft mit der Nummer 100. Was haben wir hier? 164. Ich fand das Cover echt schön. Das war so ein bisschen fröhlich, bunt. Habe ich gedacht, das nehme ich mal mit. Nummer 5 gibt nicht auf in dem Artwork, wurde mir zugeschickt. Habe ich euch aber auch schon vorgestellt. Gibt ein Unboxing dazu. Genauso wie zu Bloodline. Warte mal, habe ich die nicht letzten Monat auch schon vorgestellt? Oh, kann sein, dass ich die letzten Monat euch auch schon gezeigt habe. Dann vergesst wieder, dass ich es euch gezeigt habe. Also ich habe es mir nicht doppelt. Wenn ich die letzten Monat schon gezeigt habe. Ich habe die mir nur einmal jetzt besorgt. Bittersweet Life in der Splendid-Reihe musste natürlich auch noch her als absoluter Komplettist. Plus, ich muss dazu sagen, Bittersweet Life ist einer meiner absoluten Lieblings-Korea-Dark-Noir-Thriller. Sehr geiles Ding. Wirklich richtig gut. African Kung-Fu-Nazis habe ich mir gekauft mit einem Deckblatt, was eigentlich ganz schön ist, damit das eben dann ein bisschen befreit ist von den ganzen Werbebannern. Ihr könnt das hier darunter sehen. Also da ist eben nicht drauf. Zweites Collector's Edition, Blu-ray und. Wurde mir empfohlen. Und tatsächlich sieht es auch von hinten auch so ein bisschen aus wie der lustigste Kampf-Fun-Splatter. Leute, der Film ist scheiße. Also, betrunken. Wirklich betrunken. Kann der, glaube ich, Spaß machen. Ich habe zwischendurch noch ein bisschen gelacht, weil er politisch zwischendurch sehr unkorrekt ist. Also, ne, na, Hitler jetzt in Ghana hat dann die ghanarische Rasse und Co. Hat interessante Ideen, hat eine super bescheuerte Synchro. Ich habe es wirklich auf O-Ton gestellt. Mir ging das richtig auf den Sack, die ganzen Dialekte. Ich fand es überhaupt nicht witzig, nicht unterhaltsam. Die Effekte sind alle CGI oder aber schlechtes CGI, auch die Bluteffekte. Die Kampfsequenzen sind, naja, ist halt, kennt man auch schon besser. Also hier war ich wirklich enttäuscht. Möchte ich euch ganz kurz vorwarnen und auch ganz kurz als Anlass nehmen. Mir wird ab und zu gesagt, dass ich bei meinem Tagebuch, Filmtagebuch, nur gute Filme vorstelle. Stimmt jetzt nicht so 100%, aber ich weiß ja ungefähr, worauf ich mich einlasse. Und sowas hätte ich normalerweise nicht geguckt. Das heißt, ich weiß schon so, ah, okay, der soll ganz gut sein, den gucke ich mir an. Natürlich kann der Film dann auch mal schlechter sein, aber es ist dann kein Totalausfall. Da war ich mir unsicher, habe ihn geguckt. Der würde so um die 3 von 10 Punkte bekommen. Vielleicht gibt es dazu nochmal eine ausführliche Review. Das ist der Grund, warum ich gewisse Sachen eigentlich nicht mehr gucke oder kaufe. Bei dem, er wurde mir so oft empfohlen, ich habe es gemacht, ich bin drauf reingefallen.
war nicht so gut. Ich bin auch hier gespannt. Bunny und sein Killer-Ding von Nameless habe ich mir gekauft als B-Ware. Gab ja diese günstig Kaufaktion, habe ich glaube 14 Euro für gezahlt. Auch hier wird ja gesagt, Trash, Meisterwerk, bla bla bla. Ich bin hier unsicher. Entweder er wird in die Richtung gehen wie Kung Fu-Nazis, dass ich sage, richtiger Scheiß. Oder ich werde es abfeiern. Also ihr werdet auch das dann demnächst vorgestellt von mir erfahren. Ja, ich bin gespannt. Mediabook ist übrigens, wie ihr sehen könnt, top in Ordnung. Also B-Ware zu kaufen, lohnt sich ab und zu wirklich. 14 Euro dafür. Dann gab es von mir noch eine 3-für-2-Aktion bei Mediamarkt. Und zwar habe ich mir gekauft Pinocchio für 27 Euro als 4K. Archiv als Mediabook für 19 Euro. Das heißt, der war dementsprechend dann der Film, der umsonst war. Und Showgirls als 4K für 35 Euro. Fun Fact zu Showgirls. Das war meine erste Schmuddelkassette als Videofilm. Ich wusste, dass das sicherlich so etwas Erotisches sein wird. Showgirls, und ich glaube, das Cover war auch sogar mit den Beinen, ich bin mir nicht ganz sicher, habe mir mein Onkel gekauft, habe ich mir zu Hause angeguckt und habe auf jeden Fall mich so ein bisschen in Frau Berkeley auf jeden Fall verknallt in dem Film. Also hat mir ganz gut gefallen, aber habe ich natürlich damals gesehen. Ich bin gespannt, wie der jetzt wohl wirkt mit anderen Augen, weil damals ging es für mich nicht um diese Filmgeschichte, sondern eher um, naja, Showgirls halt. Und es gab ein Komplettierungsprogramm bei Amazon. Ich habe mir, Hänsel, und Gretel, schon wieder. Gretel und Hänsel gekauft. Boah, Junge. Als 4K. Und dazu eben als Komplettierung das normale Gretel und Hänsel Mediabook. Beide bei Amazon für einen regulären Preis, glaube ich. Da gab es keine Aktion. Die habe ich mir einfach mitgenommen, weil ich sie dann haben wollte. Also, selber gekauft, die letzten Dinger alle. So. Und also es war jetzt nicht kein schlechtes kleines Update. War ein schönes auf jeden Fall. Waren ein paar Sachen dabei, ein paar Highlights für mich, ein paar absolute Gurken. Bei dem Mediabook bin ich mir noch nicht sicher, ob das aus der Sammlung fliegt oder wie das dabei aussieht. Vielleicht bleibt es auch da. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken mit den afrikanischen Ghana-Nazis. Und ansonsten, ja, dürft ihr mir gerne auf alle Fragen antworten. Ich freue mich auf eure Infos. Was habt ihr euch zuletzt gekauft? Welchen Film davon kennt ihr? Welchen habt ihr auch? Welcher ist scheiße? Gebt mir gerne Eindrücke dazu. Und denkt an das Gewinnspiel. Damit zu machen ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Das lohnt sich. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.